Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Division. Wir befinden uns wieder in einer täglichen Mission mit einer Random-Gruppe Righteous Gamer. 29er Level nur. Dann PDG Priest, 214er Level allerdings. Und Nejma Hadil, 28 mit einem 23er. Ne, Moment mal, der ist erst Level 23. Wie kann er denn dann hier überhaupt mitmachen? Und wieso bin ich am Arsch der Welt? Das... Was ich spielen möchte, ist doch 600 Meter entfernt von mir. Wieso werde ich denn nicht direkt zum Einsatz geportet, wenn ich dorthin will? Ich habe übrigens jetzt die neue Knarre dabei, die wir in der letzten Episode bekommen haben. Hier das Scharfschützengewehr. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Oh, es hat gar kein Scharfschützenvisier dabei. Gar kein Scharfschützenvisier drauf. Ja, und ich möchte die Zeit jetzt gerne dazu nutzen, die wir jetzt hier unterwegs sind, um zum Missionsziel zu laufen. Um euch nochmal aufzufordern, euch bei mir zu melden. slnt-gaming@web.de oder auf Twitter direkt. Der Link zu Twitter ist hier unterm Video und auch auf meinem Kanal überall. Also wenn ihr nur 20 Sekunden investiert und ein bisschen nachschaut, dann seht ihr es sofort. Denn ich suche noch Leute, mit denen ich vielleicht nur einmal, vielleicht regelmäßig diese täglichen Missionen spiele und auch vor allen Dingen die Dark Zone unsicher mache. Denn gerade in der Dark Zone ist es einfach viel lustiger, wenn man zu zweit ist und dann auch mit Leuten, mit denen man regelmäßiger spielt, als ich hoffe, wir haben kein Problem. Jetzt mit diesen Random-Gruppen. Das ist wirklich nur Mittel zum Zweck mit den Random-Gruppen, um einfach ein bisschen Equipment zu sammeln. Okay. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht täglich jetzt diese Missionen hier zeigen. Ich werde die wahrscheinlich für mich spielen, aber nicht immer online stellen. Erstmal, weil das zu lange dauert. Also ich könnte jetzt ein 2-Stunden-Let's Play jeden Tag hochladen dann. Wenn ich wirklich die Zeit dazu hätte oder habe, The Division so lange überhaupt zu spielen. Das werde ich auch nicht jeden Tag können. Ach ja, die fucken mich ein bisschen ab, dass ich hier nicht zu diesem Einsatz direkt komme. 200 Meter sind das angeblich noch. Ich verstehe nicht, warum ich da nicht direkt zu dem dämlichen Einsatz geportet werde, wenn es losgeht. Warum ich da jetzt hinlaufen muss. Und vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöd und hätte eine Schnellreise machen können, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon da. Ich weiß auch nicht, was dieser... Oh, wartet mal. Werkzeuge muss ich auch noch sammeln. Ach komm, das mache ich später. Tagesmission ist nämlich heute Werkzeuge sammeln. So, die Jungs sind... Wo ist denn der Einsatz? Okay, der ist geradeaus. Und der eine komische Level 23-Typ, der macht einfach mal gar nichts. Captain, Sie wollen den Tunnel stürmen. So, jetzt sind wir am Tunnel. Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwarm. Lass sie nicht durchbrechen. An die Mission kann ich mich noch erinnern. Erbitte sofortige Unterstützung am Das ist ja, glaube ich, direkt die zweite oder dritte Mission, die man bekommt. Die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Ich hoffe, dass ich da noch rechtzeitig ankomme, bevor die Mission vorbei ist. Ja, wird schon. Und mein neues Gewehr möchte ich natürlich ausprobieren. Und wir haben auch noch einen neuen goldenen Griff bekommen letztes Mal. Den habe ich jetzt auf der MP5 drauf. Die hat jetzt zwar irgendwie 1000 SPS weniger. Aber die hat jetzt Stabilität und Präzision. Und vorher hatte sie Präzision aus der Hüfte und Stabilität. Und ich schieße eigentlich nie aus der Hüfte. Oder das hier ist ja nicht aus der Hüfte. Aus der Hüfte ist ja, wenn ich jetzt so schieße. Okay, wir haben das Team aufgeholt. Jetzt können wir ein bisschen Druck machen. Okay, 120.000er Headshots macht das Ding auf jeden Fall, wenn kritisch. Muss ich auf jeden Fall die Zeit nehmen und auch den Kopf treffen. Oder allgemein treffen. Wäre auf jeden Fall von Vorteil. Und man sieht schon direkt den Unterschied. Wir haben in der letzten Episode haben wir eine Gruppe gehabt mit einem mit 228er Gearscore. Wir haben jetzt auch einen mit 214. Aber der war irgendwie total tanky, der Typ, den wir dabei hatten. Der ist einfach reingelaufen und hat die komplette Aggression auf sich gezogen. Und hat, glaube ich, auch noch viel Schaden gemacht. Und man konnte einfach reingehen und hat so gut wie gar keinen Schaden bekommen. Und jetzt sieht man schon,
wie viel Schaden ich hier bekomme. Es ist jetzt nicht mega viel. Ich muss jetzt nicht mega aufpassen, aber es ist schon mehr als letztes Mal. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. So, jetzt ging das hier weiter und man muss jetzt hier dieses Flugzeug erreichen. Da ist doch schon der erste Cleaner. Ein Agent in ihrem Team ist verletzt und braucht Hilfe. Ah, das ist bestimmt dieser Level 20 Typ. Hören Sie, ich schicke jemanden, ja, der ist tot. Passen Sie auf sie auf. Haben wir irgendwo Munition? Das wäre super. Ja, haben wir. So, dann kann ich nämlich jetzt das Scharfschützengewehr nehmen. Nach vorne laufen. Und dann schön hier den Tunnel sichern. Den müssen wir jetzt 3 Minuten lang halten, beziehungsweise jetzt 2 Minuten 50. Da kann man sich doch hier eigentlich ganz gut verstecken, oder? Hinter dieser Balustrade hier. Da oben kommen sie. Schön die Headshots reindrücken. Ah, das geht schon ganz gut mit dem Scharfschützengewehr. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, als ich Division gespielt habe, dass ich wahrscheinlich mit Scharfschützengewehr spielen werde. Ich habe nur immer keine richtig guten gefunden. Das hier gefällt mir aber doch schon recht gut. Das ist Gold. 163er Item Level. Also auch ein ziemlich gutes Item Level. Im Moment so ziemlich das Höchste, was ich so bekommen kann aus den normalen Missionen. Der bewegt sich zu stark. Da wechsle ich doch aufs SMG. Alarm! Feinde kommen in ihre Richtung. Kommen die wieder von da oben? Was ist jetzt los? We failed. What? Wir haben uns wahrscheinlich zu weit entfernt. Nein, nein, da ist keiner vorbeigekommen. Wir haben uns einfach zu weit entfernt, Leute. Feinde nähern sich ihrer Position. Ja, die sind gerade darüber am Fachsimpeln, warum wir jetzt hier gefailt haben. Ich werde nochmal zurückgehen und neue Munition holen. Und dann werde ich mal hier bleiben, etwas mehr in der Nähe. Also nicht im Tunnel natürlich, das wäre zu langweilig. Aber da, wo ich zuerst gewesen bin. An der einen Stelle, da kann man eigentlich recht gut snipen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mit dem Alex damals, als wir hier die Mission gemacht haben, dass ich da auch irgendwo hier gesessen habe. ...120er Crit. Der hält schön seinen Kopf da hinten raus. Da kann ich schön drauf zimmern. Ich bräuchte den Scope noch. Ein bisschen mehr Scope. Das ist ja wirklich so überhaupt kein Zoom. Muss ich nochmal ein anderes Visier drauf machen. So, die werden wieder da oben kommen. Genau wie eben. So, jetzt geht's hier schön ab. SMG ist natürlich auch nicht die optimale Waffe. Für die mittlere Reichweite, die wir jetzt hier haben. Aber dafür habe ich ja mein Snipergewehr. Hä? Von wo werden wir beschossen? Ah, von da. ...50 Sekunden müssen wir noch durchhalten. Komm her. Komm.
angeht. Ich verstehe nicht, was erzählt er? Was redet er? Ach, er redet mit dem anderen Typen. Ist doch alles kein Problem, Junge. Machen wir das halt zu zweit. Wo ist das Problem? Ist ja nicht so, als hätten wir es nicht drauf. So, schön die Headshots setzen. Und eigentlich müsste es das gewesen sein. Ich bleib mal lieber hier. Genau. Ziel erfüllt, okay. Nicht, dass ich, wenn ich mich wieder entferne, dass der Einsatz dann wieder fehlschlägt. Da haben wir nochmal schöne Handschuhe gefunden. Und eine Weste, eine blaue. Jede Menge Crap also. Und dieser Nejma Haji ist wieder dabei. Der ist sogar jetzt aktiv. Ist er eben gestorben? Nee. Ich habe jetzt gar nicht so genau darauf geachtet, wer das war, der da verreckt ist. Weil er einfach reingelaufen ist. Auf jeden Fall mit Level 23 wird er hier keine Schnitte haben. Gegen die Level 30 Gegner. Morgen zeige ich euch dann vielleicht nochmal eine Herausforderungsmission. Ich muss mal schauen, was dann so auf dem Plan steht. Ob ich Zeit dafür habe und ob wir eine Herausforderungsmission haben, die einigermaßen schaffbar ist. Also zum Beispiel nicht das russische Konsulat und eine von den letzten Missionen. Denn die waren alle relativ schwer. Also ich meine, das wurde doch jetzt hier so weggesprengt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, kommen jetzt hier nochmal Gegner rein, gestürmt. Hören Sie! Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen... Ach, guck mal, die gehen oben aufs Dach. Ach, zu spät. Ich bleib mal hier unten. So, wo sind sie? Da rechts. Das war ein schöner Headshot gegeben, dem Goldenen. Bisschen viel los hier unten. Ein Agent aus Ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Ich lauf mal dahin. Weiter nach vorne. Motherfucker. So, du bist der Nächste. Du stehst da richtig schön statisch, dass ich dir schön die Headshots geben kann. Oben kommen wieder neue. Ja, so treffe ich nicht. Muss ich die SMG nehmen? Macht ja auch genug Schaden. Ach, da oben sind noch Sniper. Als der Sniper der Gruppe kümmere ich mich doch mal um die. Komm schon, zeig dich. Komm schon. Oh, jetzt ist er festgesetzt, da mein Teammate da drauf schießt. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Das heißt, unsere Freunde. Also unsere Gegner, oder was? Den Anführer ausschalten. Achso, der Anführer ist der Scharfschütze. Kein Problem. Den hole ich mir. Hier sind aber auch noch andere Gegner.
Erstmal die anderen Goldenen weg schaffen hier. Oha. Guck mal, wie er versucht, mich zu schlagen und immer ausholt. Stark. Ja, der Priest da vorne ist ganz schön im Bedrängnis auch. So, der ist down. Ich versuche mal hier die von der Seite aufzuhalten. Ich helfe mal meinen Jungs hier. Die haben hier Probleme. Die haben ja Probleme mit den Lilan. Nee, aber du stirbst gleich. Ich bräuchte mal Munition. Wo krieg ich denn Munition her? So, du bist tot, Junge. Und weiter nach vorne. Ach, er hat ihn schon down. PTG Priest. Der hätte ich auch gerne geholfen. Gelber Loot. Und was haben wir da? Hochentwickelte Waffenmod. Okay, das ist jetzt nicht so der Burner, aber hochentwickelt. Und Waffenmod ist sowieso immer gut. Gibt, glaube ich, dann in der Regel mehr Damage. Wir müssen hier die anderen Gelben aber auch noch ausschalten, um die Mission zu beenden. Und geschafft. 10.000 Credits und eine SA-58 Tactic. Das ist, glaube ich, schon wieder eine... schon wieder eine SMG. Ich hätte gern ein goldenes Sturmgewehr, wenn ich ehrlich bin. So, liebe Leute, dann werden wir mal die Gruppe verlassen. Und werden uns anschauen, welchen Loot wir jetzt bekommen haben. Hat doch ein bisschen länger gedauert, die Mission. Zumindest länger als letztes Mal, wo wir wirklich durchgerusht sind. Aber immer noch unter 20 Minuten, also... Eigentlich alles halb so wild. Auf der Suche nach was Bestimmtem? So, wollen wir uns mal anschauen, was wir da bekommen haben. Inventar. Wir haben hier die Vector, die kann ich eigentlich direkt auseinandernehmen. Hier die... was haben wir da neu bekommen? Hier die SASG-12, oder? War das? Nee, das ist die Schrotflinte, die hatten wir vorher schon. Hier, SA-58 Taktik. Ist doch ein Sturmgewehr. Eliminieren Sie das Ziel, reduziert sich Ihr Cooldown der Fertigkeiten um 8%. Das ist geil. Mit dieser Waffe wird die kritische Trefferchance um 7,5% erhöht. Das ist auch geil. Erfülle ich nur beide Anforderungen leider nicht. Aber trotzdem ist der Stat sehr geil. Und vor allen Dingen ist es ein Sturmgewehr. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es ein automatisch, also ein Autoschuss-Sturmgewehr ist. Oder ob es Burst-Modus ist. Das werden wir in der nächsten Episode dann mal ausprobieren. Schauen, ob ich sonst noch irgendwas bekommen habe. Ah ja, hier haben wir noch eine Waffenmod bekommen. Hochentwickelte Waffenmod. 123 und 3% exotischer Schadensminderung. Das kann weg. Hier haben wir, glaube ich, auch nur blaue Sachen bekommen. Da haben wir nichts bekommen. Und hier haben wir, glaube ich, auch nichts bekommen, was uns weiterhilft. Hier die Ersthelferhandschuhe haben wir bekommen. Da sind die besser. Pistolenschaden, Präzisionsgewehrschaden, kritische Trefferchance. Ja, da sind auf jeden Fall die anderen besser. Glaube ich. Gut, liebe Leute, dann soll es das gewesen sein für diese Episode. Zur nächsten Episode werde ich dann hier unser Sturmgewehr mal modden. Oder das kann man eigentlich jetzt schon machen. Mal schauen, was wir dort einbauen. Kritischer Trefferschaden. Kann man mal einbauen. Oder Stabilität.
Stabilität ist nämlich auch immer wichtig. Lassen wir erstmal so. So, dann haben wir hier, nehmen wir das hier. Magazin. MP5, nein, das nicht. Dann nehmen wir das hier vom SOCOM. Ich brauche dringend mal neue Magazine, die auch passen. Kopfschussschaden nehmen wir auch von unserem Sniper. Und dann natürlich noch ein Muster. Nehmen wir mal hier das Störungsmuster. Und jetzt hat das Ding doch tatsächlich 87.000 SPS. Also von der SPS her ist es auf jeden Fall deutlich besser als das SOCOM, was, glaube ich, gemoddet auf 62 kam oder auf 64 oder sowas um den Dreh. Bin ich mal gespannt. 152er Gearscore haben wir immer noch. Leider tut sich da im Moment nicht viel. Ich werde vielleicht gleich mal beim Händler vorbeischauen. Für die nächste Episode dann. Wir haben ja einiges an Credits und einiges an Phoenix-Credits auch. Vielleicht kriegen wir da schon was gekauft. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.